über ein ganz wichtiges Sujet zu schwätzen, und das ist eben der Freiheit von den Medien heute zu Lützeburg. Wir waren an der Egalitätskommission, wo den hier Projekt diskutiert ging, als die einzige Partei, die sich vehement gegen das Projekt ausgeschwert hat, eben just aus dem Grund, weil man die Freiheit von den Medien menaciert gesehen. Das für uns ein Erfolg, für zu sehen, dass gestern wenigstens die Präsidentenkonferenz dezidiert hat, für den Projekt de Loi Lomol nicht auf den Ordre du Jour zu setzen. Vielleicht also der Widerstand von der ADR, den Ausleser, dass vielleicht auch Lomol mehr intensiv über den Projekt de Loi nachgedacht wird. Nächste Woche stimmen wir an der Chambre, da sind wir uns alle gut eins, eine Motion über Pressefreiheit am Umgang. Wir sind als konsequent, wir wollen das auch nicht zu Lützeburg. Ich weiß nicht, ob einer Partei sich genauso konsequent sind, die zwei Limitationen mit der Pressefreiheit am Umgang kritisieren, aber da wollen wir hingehen und zu Lützeburg ob ein anderer Weg Limitationen von der Freiheit von der Presse abfeiern. Es gibt verschiedene Sorten, wo Möglichkeiten mit Freiheit von der Presse zu limitieren. Das kann den ungarischen Weg sein, der den staatlichen Kommissionen damit beauftragt, für Presse zu kontrollieren. Es kann aber auch ein anderer Weg sein. Und das ist der Weg, den Lützeburger Regierung proposiert, dass wir einfach den Kontinu von den Medien einer Möglichkeit für Prozesse auszusetzen, die für die Medien ganz schwer zu drohen wären und diese dadurch gingen incitieren, ganz einfach verschiedene Kontinuen selber zu zensurieren. Nur dieser Pressekonferenz schreiben wir also Briefe, für die Situation von der Pressefreiheit zu Lützeburg aufmerksam zu machen, als die vor der Presse ausgesagt, als auch international bekannt zu machen. Ich will auch noch ein bisschen deutlich sagen, und das ist wichtig, dass es hier nicht, wie es kennt, ausgesehen, um eine Frage geht, um Frauenrechte, weil das an der Egalitätskommission wäre, oder der Projekt de Loi 61-27, sich mehr speziell um den Zugang von Männern und Frauen auf gewissen Dienstleistungen bezieht. Es geht um das Prinzip der Handlung. Weil was heute für die Problematik Frauen und Männer gilt, das kann mehr für andere Problematiken gelten. Es geht nicht um den Ulas selber, sondern es geht um das Prinzip der Handlung. Und dafür so, es geht nicht durch die Augenscheinlichkeit zu bemühen, mir geht darum, zu reflektieren und zu gucken, wer den hier aufhängt und wohin er das feiert. Ich will euch laut Geschichte erzählen, so wie sie geschieht ist. Madame Hetto ist an die Chancengleichheitskommission gekommen und hat gesagt, sie ging mit dem Projekt 61-27, ich zitiere, ein klitzekleiner Strich, end vom Zitat, aus einem Gesetz rausfüllen, was existiert. Der klitzekleiner Strich, das aber just den, wo es um die Freiheit von den Medien geht. Der Staat findet immer gute Ursachen. Für Werte will Freiheit von den Medien erschränken. An Ungarn wird es geheischt, Medien müssten auf ein objektiv und impartial Manier hier Reportage machen. An ähnlich Argumente bemerkt Lützeburger Regierung Loh am Projekt de Loi 61-27, wo es darum geht, selbstverständlich die Medien in Erinnerung zu rufen, dass hier Berichterstattung muss immer objektiv und impartial sein. Das klingt gut, aber wie das, wenn etwas gut klingt, muss ich aber auch gucken, was es dann heißt an der Praxis. Lass mal aufhängen, es gab eine EU-Direktiv vom 13. Dezember 2004, mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. An der EU-Direktive ist etwas ganz klar festgelöst, und zwar nachdem es viel Streit und Diskussionen zu Brüssel gab. An der EU-Direktive sieht etwas deutlich, la présente directive ne s'applique ni au contenu des médias et de la publicité et à l'éducation. Es gültig geht hin. An den Diskussionen wurden den 11. Dezember 2007 an der Chamberkommission von der Egalität. Und an der Chamberkommission wurden alle Parteien, das ist, ich, wir schwätzen heute 2007, wir sind nur Anfang 2011, also für drei Jahre, sich, das ist rezent, was ich so, wurden alle Parteien, außer den Geringen, der Meinung, dass man die Medien müssten ausschließen. Der Minister Jacobs den Blick
peut rappeler, je citerai, que le gouvernement entend s'en tenir à la directive qui exclut de son champ d'application expressément les domaines susmentionnés, also Medien und Publicität. Demals, für drei Jahre, wurden also alle Parteien, außer den Geringen, die an der Kommission sind, der Meinung, dass Medienfreiheit muss respektiert gehen. Das ist das Gesetz von 2007, feiert ein Prinzip an das Rechtswesen an, das der Renversement de la Charge de la Preuve, dass der den, den ugeklot aus, muss ein Unschuld beweisen, und nicht wie das am Recht allgemein üblich aus, dass den, den ugeklot, muss Schuld beweisen, von dem den ugeklot geht. Ihr seht also der Projekt de Loi 1627, mit den Medien und Publicität ein alleinendem Diskriminationsverbot, was bis jetzt nicht der Fall war, zu der Regierung, die sieht selber, lors des travaux d'élaboration de la directive, ces domaines, also Medien, Publicität, ont été spécifiquement exclus au motif d'un désaccord total. Désaccord total entre parties et acteurs concernés, une réglementation des médias ayant été considérée comme interférence avec la liberté fondamentale et la pluralité des médias. Das ist letzte Regierung an zu trecht, das zu rappelieren. Und das ist Regierung aber. Na ja, lo setzen wir trotzdem an das Gesetz ran, wir setzen trotzdem an das Gesetz ran, weil, und da kann man ungarisch zustellen, la communication et l'information, par quelque moyen que ce soit, se doivent être impartial, objektiv et respectueux des droits d'autrie. Ich werde irgendwie Konsequenzen hört das lo. Erstens hört es selbstverständlich eine direkte Konsequenz auf alle Medien. Und zweitens hört es eine Konsequenz auf den Medienstandort Lützeburg, weil ja selbstverständlich hier etwas angefeiert wird, was sonst in Europa nicht angefeiert wird. Wir gehen hin, und wir entwerfen Medien, die zu Lützeburg dann zusätzlich sind, wie Astra zum Beispiel, potenzielle Pursuiten, die sie auf anderen Plätzen nicht hätten. Und da kommen wir auf die Prozesse, denen die Leute ausgesetzt werden. Was Astra, naja, erstens, es geht um Diskriminationsklauen, das kein klare juristische Regelung, und es ist einfach ein Grund, eine Grundvoraussetzung am Rechtsstaat, dass von den Leuten gibt, die zur Rechenschaft zugeführende Jurisdiktionen, dass dort manst muss den Tatbestand klar definiert sein. Auch heute ist das nicht. Das sind politische Definitionen von Diskrimination, direkt und indirekter Diskrimination. Es gibt aber kein klar juristisch. Das heißt, wenn ich für ein Gericht geholt wird, muss ich aufgrund auch noch von den schwammischen Diskriminationen, die an dem Gesetz stehen, sein Unschuld beweisen. Den sich diskriminiert fehlt, den dann sich der Diskrimination soll schuldig gemacht und ob die soll eine Strophe 1000 Euro bezahlen, den Blick braucht Victim den Etendue vom Dommage subi nicht zu etablieren, aber wenn Victim oder das supposé Victim dann nicht, wenn man da zufrieden wäre mit den 1000 Euro, dann muss er allerdings etablieren, wie groß denn immer der immaterielle Schuld da gewischt wäre. Wir haben hier eine Situation, die Lützeburg an den ehemalige Situation bringt, wir gehen etwas rausschreiben an das Recht, was nicht einmal an der europäischen Basis direktiv wäre, wird direkt eine Form von Zensur, so eine Form von Zensur, weil nicht eben die staatliche Direktzensur ist, mit das eine Zensur über Prozesse, das eigentlich Pressmänner sagt, über Prozesse dann zivilrechtlich so große Schuld zu kriegen, dass sie nicht frei schreiben, was sie wollen. Wir sind dummer da an einer Situation, die auch den Medienstandort Lützeburg, nicht nur Pressefreiheit, sondern auch den Medienstandort, also auch als ökonomische Interessen, denen schuld. Dafür regen wir uns ab als ADR, wir haben das nicht akzeptabel, was hier geschieht, und wir haben uns auf Opposition gegen den 1627 also ausgeschwert. Wie gesagt, noch ein Kehr, es geht nicht um die augenscheinliche Problematik freier Männer, es geht um das Prinzip von der Medienfreiheit. Wir werden die Gefahr, die der letzte bei der Medienlandschaft ausgesetzt als durch die Intentionen von der Regierung über die Weben der Madame Hetto, werden wir auch in den internationalen Instanzen zukommen.